Tag, liebe Boys and Girls. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Freitag und einer absolut essentiellen neuen Folge Barbecue Madness. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Freshman heute, muss ich direkt am Anfang sagen, ist leider nicht dabei, denn der muss Hausaufgaben machen. Der hat ganz viele Entwicklungsziele von mir für das neue Jahr bekommen, deswegen ist er erstmal raus. Nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich Aushilfe bzw. für Aushilfe gesorgt und Sebi ist am Start. Tu mal winken, Sebi. Yo, hier, Sebi ist da. Okay, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute kümmern wir uns direkt um zwei essentielle Anfragen, die ihr immer unter die Kommentare schreibt. Und zwar geht es zum einen um, es sind sogar drei, Sebi, es sind sogar drei, und es ist so krass, wir schlagen drei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben erstens, wann wird denn endlich Earl mal gezeigt bei uns? Hier, check. Kannst du ja schon mal so teasermäßig einmal da so rüberschwenken. Da ist er. Dann, Nummer zwei ist, wann macht ihr endlich mal was mit Rippchen? Check, wie ihr den Thumbnail jetzt schon gesehen habt, wie der Freshman jetzt sagen würde. Nummer 3 ist, wann macht ihr endlich mal was mit dem Backburner? Dafür braucht man natürlich Earl. Earl ist jetzt da, Backburner ist im Earl. Deswegen dachte ich, wir weinen den Earl bei uns zu Hause echt krass mal ein, indem wir wirklich einfach mal Rips von der Rotisserie machen, Leute. Und warum das alles so geil ist, beziehungsweise was der Vorteil ist an Rotisserie Rips, super Wort für Scrabble übrigens, falls ihr heute Abend mit der Family nochmal spielen wollt. Warum hier Holz vor der Hütte ist und warum der Sebi was von zu Hause mitgebracht hat. Also das und viel mehr sehen wir nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück aus dem Intro. Dann kümmern wir uns mal hier um den Hauptdarsteller heute. Bevor wir das machen, habe ich mal noch eben eine Frage. Also ich schneide ja nicht nur fleißig Barbecue Madness, ich gucke ja auch. Und mir ist aufgefallen, dass der Freshman sich immer sehr, sehr spät um dein leibliches Wohl sorgt. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche heute mal ein bisschen vorzugreifen und ein mögliches Gehalt für mich in Aussicht zu stellen. Guck mal, schon der Nächste, der hier gehalten möchte. Sebi, gute Aktion. Ne? Ich finde es immer gut, wenn Leute proaktiv sich einschleimen, den Kopf richtig tief in den Arsch stecken. Vielen Dank, finde ich super. Bierchen mache ich mir direkt auf, denn, Leute, super Übergang. Hier, nochmal Grüße gehen raus an Alex. Wie gesagt, Alex, wir machen hier bald eine große Umräumaktion nochmal. Da kommst du da hinten an die Wand, also nicht du, sondern dein Öffner. Und da ist ja das Glas kaputt gegangen letztens. Und dann hat er uns aber jetzt ein neues geschickt. Guck mal. So, mega cool, vielen lieben Dank. So, guck mal, das sieht auch schon viel besser aus. Und jetzt schauen wir mal, ob das wieder rausfällt oder hängt. Sonst musst du nochmal neues schicken. Perfekt, super, vielen lieben Dank. So, okay, achso, bevor wir jetzt zu den Rips kommen, Sebi. Ich weiß, die Leute warten schon sehnsüchtig darauf, dass wir jetzt hier über Rips erzählen und über die Rotisserie und über den Backburner. Ich würde aber gerne, weil es einfach so geil ist und weil ich diesen Grill einfach persönlich so unglaublich mag, einmal so einen schnellen Product-Porn von Earl machen. Die Leute, die jetzt sagen, oh, ist langweilig, ich will aber Rippchen sehen. Hier unten sind Kapitel dran, da schreibe ich dann irgend sowas rein, irgendwie wie, hier geht's los mit den Rips, da könnt ihr einfach rüberflanken und direkt loslegen und Sebi, du kommst einfach ran und wir machen hier so einen ganz schnellen Product Porn, weil Earl ist wirklich der Grill, mit dem man rechnen muss zu Hause. Es lohnt sich, ihr werdet sehen. 3, 2, 1... Leute, ihr habt beim Aufbau was Kleines liegen lassen. Ja, Freshman, Grüße gehen raus an dich. Na? Schön. Alright, so,
Wer sich also für den Earl interessieren sollte, und ich sage das nicht nur so, sondern ich bin selber krass überzeugt von dem Moped, der kann sich mal erkundigen. Ich blende hier oben mal ein die Landingpage, wo ihr euch ein bisschen über den erkundigen könnt. Und unten in den Descriptions steht auch noch ein Link. Da könnt ihr auch nochmal hin. Das gesagt, Sevi, geht's jetzt endlich los mit den Rippchen. Also hier unten müsste dann stehen, jetzt geht's los, Rippchen für alle Leute, die das vorher nicht interessiert hat. Okay Leute, jetzt ist es soweit. Komm, wir lüften. Da sind sie, die guten Schälrippen, wie es auf Deutsch heißt. Oder, falls ihr lieber die amerikanische Bezeichnung möchtet, Baby Back Ribs. Und ja Leute, es gibt einen großen Unterschied zwischen Baby Back Ribs und Spare Ribs. Spare Ribs sind nicht gleich Baby Back Ribs. Dazu machen wir aber diesen Sommer einen sehr, sehr großen Guide. Da möchte ich noch gar nicht zu viel verraten. Falls euch das trotzdem interessiert, schreibt einfach mal unten drunter. Ich beantworte euch auch da immer sehr gerne alle Fragen. Sonst wartet einfach ab, bis unser großer Guide kommt. Da erklären wir alles ganz genau. Alright, Sebi. So, also wir haben hier die Rippchen und wir machen die jetzt auf der Rotisserie. Viele werden sich fragen, warum? Es hat auf der Rotisserie zu machen, hat ein paar Nachteile, aber auch einen ganz großen Vorteil. Ich fange mal mit den Nachteilen an. Ne? Also natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt langsam low and slow mit einer langen Rauchphase, einer Dämpfphase, falls ihr irgendwie 3-2-1 Ribs machen wollt, was ich übrigens bei Spare Ribs natürlich empfehle. Babybacks brauchen meist ein bisschen kürzer. Wir geben den Rippchen also nicht so viel Zeit, um richtig, richtig sich zu entspannen und richtig geile Babyback Ribs zu werden. Allerdings dauern ja, wie eben schon angemerkt, so Ribs so zwischen 4 bis 6, 7 Stunden, je nach Dicke und Größe der Ribs. Und das ist halt nicht für jeden mal so machbar. Ne? Dieses Rezept, da kommen wir zu dem ganz großen Vorteil, beziehungsweise auf der Rotisserie, mit Backburner ist das Ding ist in einer guten Stunde fertig. Das heißt, Leute, wenn ihr zu Hause Bock habt, nach der Arbeit kommt ihr nach Hause, ihr werft irgendwie eure Aktentasche weg, ihr macht euch eure Krawatte ab, Jackett wird einfach zerkrempelt, irgendwo in die Garderobe geschmissen und ihr habt Bock auf Ribs. Also ich kenne das zu Hause oft, ich gehe oft nach Hause und sag mir, ich habe jetzt Bock auf Rippchen. Nach einem langen, harten Arbeitstag. Genau, nach einem harten Arbeitstag. Möchte ich einfach Ribs haben. So, da habe ich natürlich keinen Bock, abends irgendwie hinzustellen und dann 6 Stunden zu machen, dann irgendwann nachts zu essen. Freundin oder Frau hat meistens auch nicht so Lust. Ich weiß nicht, vielleicht ist bei euch zu Hause anders, aber meistens haben die auch keine Lust, irgendwie extra früher nach Hause zu kommen oder sich einen Urlaubstag nehmen zu müssen, um für euch die Rippchen vorzubereiten. Deswegen sind diese Ribs auf der Rotisserie eine sehr geile Alternative, falls es schnell gehen muss. Also es sind quasi Speed Ribs, es sind schnelle Ribs, es sind nicht die richtig lange gedämpften und geglasten Ribs, die ihr vom Smoker kennt. Es sind schnelle Rippchen, die sind trotzdem saftig, sie sind trotzdem mega lecker, sie haben ein bisschen mehr Kruste außen durch die direkte Hitze die ganze Zeit im Drehen. Und trotzdem sind das unglaublich leckere Ribs. Also wer das mal ausprobieren möchte, wer schnelle Ribs haben möchte, dieses Rezept ist the place to be. So, ein anderer großer Nachteil davon ist, es ist wirklich nur sowas, ich komme nach Hause und mache mir statt einem Steak Ribs. Denn wir bekommen nicht so viele Rippchen auf die Rotisserie drauf. Wir haben so eine lange Stange, sehe ich. Also ja, mindestens 2 Meter, nein Spaß. Also wir haben ja nur so eine Größe. Guck mal, film mal hier drauf, Sevi. Also hier ist der Backburner. Ja, also in dieser Range, ja war gar nicht so schlecht, in dieser Range haben wir halt Rippenplatz. Und wenn ihr mal guckt, das ist an sich eigentlich nur eine Leiter. So, es ist also nichts, wenn ihr sagt, ey, ich krieg Gäste oder sonst irgendwie, wir haben ein großes Familientreffen oder ich will Ribs Party machen, ist das eher nichts. Da ist natürlich Smoker oder Earl mit Smokebox weitaus besser, denn auch hier, Leute, haben wir extra für solche Dinger diesen ausklappbaren Rost, denn da passen auch nochmal so 2, 3, 4 Dinger oben drauf. Und hier unten dann natürlich auch. Das heißt, ihr habt auch mit Earl, wenn ihr irgendwas smoken möchtet oder Pulled Pork machen möchtet oder sonst wie, mehr Platz. Also Leute, jetzt werdet ihr denken, warum? Ich krieg doch da ganz viele Dinger drauf, wenn ich die so ineinander schiebe, quasi so auffädle. Ist aber nicht so cool, weil die Hitze kommt dann, Sevi, guck mal, ich zeig das einmal.
wenn die halt so liegen, ne? Also wenn ihr die wirklich so auffädelt, kommt natürlich die Hitze nicht gleichmäßig an die Ribs. Na, einfach dadurch, dass du hier immer so Löcher schaffst, wo weniger Hitze hinkommt als die Spitzen, die außen stehen oder die Bergchen, die außen stehen. Deswegen, wie gesagt, ist eher für so Single oder macht euch einen Salat dazu oder macht euch noch ein paar Kartoffeln, ein paar Side Dishes. Auch so ein dickes Babybag. Es gibt noch viel dickere hier. Guckt, dass ihr so eine dicke Fleischauflage bekommt wie möglich. Und packt die dann da drauf, dann reicht die vielleicht auch für zwei Personen für euch zu Hause. Alright, so, haben wir das gesagt. Jetzt geht's darum, Leute, hier neuer Abschnitt unten. Wie bereiten wir die Moppets jetzt eigentlich zu? Das ist auch relativ einfach. Ich werde die ganz klassisch wrappen. Dafür habe ich jetzt hier, ihr kennt das schon, mein Mystery Wrap am Start. Das sind einfach alle Wrap-Reste, die sich so ansammeln. Wichtig ist dann nur, Leute, passt da auf, nicht zu viel Wrap reinmachen, der Zucker enthält. Denn Zucker, Sebi? Verbrennt. Richtig. Erst karamellisiert, so wird geil. Und dann verbrennt es ziemlich schnell, besonders bei so einer stetigen großen Hitze. Deswegen ein bisschen weniger Zucker. Klar, wir haben die Rotisserie-Bewegung, also es dreht sich. Ne? Das heißt, dass es verbrennt, ist unwahrscheinlicher oder die Verbrennung ist nicht so groß. Trotzdem sei euch einmal gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt einen Wrap mit weniger Zucker und packt den Zucker dann lieber in die Glaze, die wir am Ende machen, oder in euren Dip, den ihr danach dazu reicht. Okay, also wir rubben die einmal ein und dann packe ich die auch schon drauf. Dann werden die draufgespießt. Wir installieren hier die Rotisserie und dann machen wir die an. Wichtig ist auch noch die Rotisserie-Bewegung, dazu komme ich gleich aber nochmal. Es ist wichtig, dass die in eine bestimmte Richtung gehen und nicht in die andere, warum erkläre ich auch gleich. Und wenn das am Machen ist, werden wir damit ein bisschen mehr Feuchtigkeit bleibt, weil, wie eben schon gesagt, es gibt viel mehr Kruste und es wird ein paar Stellen geben, die auch schneller gar werden oder so crispy Spots geben, wie der Freshman jetzt sagen würde. Und deswegen werde ich die ein bisschen besprühen. Also wie ihr das auch im Smoker machen würdet, nach einer längeren Phase, nach dem Smoken. Ich besprühe das. Wie ich das mache, zeige ich euch auch gleich. Und dann ganz am Ende bepinse ich ein bisschen Barbecue-Soße. Wirklich nur ein bisschen, weil auch da nur die letzten 10 Minuten. Ich möchte nicht, dass irgendwas verbrennt. Und diese Art von Rippchen sind wirklich prädestiniert dafür, dass ihr die dann am Ende aufschneidet und einfach in ziemlich nicen Dip haut. Okay, Simi, jetzt habe ich wieder viel gelabert. Vielleicht liegt es doch nicht am Freshman. Allerdings würde ich sagen, wir gehen jetzt in Foodporn, damit es nicht allzu lange wird und gehen immer mal wieder raus, wenn es irgendwas zu erklären gibt. Ist das ein Deal? Deal. Dann ready, set. Nice. Okay, also das haben wir jetzt hier angeschraubt. Motor ist schon dran. Guck mal, der passt auch noch so unglaublich schön zum kompletten Grill, weil es so schön glänzi, bling, bling ist. Hier kommt jetzt gleich noch das Ding ans Ende. Und vorher, nicht vergessen, Leute, an das Ende kommt diese Schlaufe. Denn Sebi, jetzt musst du einmal mit rumkommen. Der Teil hier vorne, der Spieß, kommt natürlich hier, das Runde muss ins Eckige. Ja, das Eckige muss ins Eckige. Und hier auf die Auflage, ne, damit sich das auch schön dreht, haben wir hier diese Schlaufe. Da ist das Gewicht dran, Gegengewicht. Das drehen wir hier zusammen. Dann dreht sich das schön. Jetzt hier nur noch den Griff dran wemsen. Alright, und dann sind wir ready to rumble. Back to the food porn. Leute, so,
Rip is drauf, hat jetzt eigentlich, hätte ich nicht gelabert, was ihr zu Hause nicht macht. Nicht lange gedauert, wahrscheinlich wäre so in 10 Minuten fertig gewesen. Das dreht jetzt hier, ihr seht, das Setup ist ganz cool. Dreht sich von alleine, rutscht nichts. Ich habe hinten das Gewicht eingestellt. Da immer, Leute, falls ihr nicht wisst, wie ihr das Gewicht einstellen sollt, immer auf der Seite, wo es plötzlich umschlägt, also wo es plötzlich schneller wird, das Gewicht auf die andere Seite machen, quasi als Gegengewicht, wie auf der alten Waage eurer Oma quasi, ne? Oder wie beim Boxen, da wirst du auch mal mit so einem Federgewicht bewegen. Genau, bevor wir uns jetzt mit der Bespritzung, Sebi, auseinandersetzen und das Glaze machen, noch eine Sache zur Drehrichtung, hatte ich ja eben gesagt, ne? Die Hardcore-Barbecuer werden es wahrscheinlich ähnlich sehen. Es gibt bei verschiedenen Sachen verschiedene Drehrichtungen und eigentlich ist die Drehung immer nach vorne, also nicht nach hinten zum Brenner, sondern nach vorne. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, wenn ich in die Richtung Brenner drehe, alles, was an Säften dran ist, ne, läuft ja quasi in der Richtung, in die es dreht, rum. Das heißt, wenn ich hier wegdrehe, läuft das an der Seite runter, vermischt sich wieder und kommt an der anderen Seite erst wieder hoch. Das heißt, es läuft nicht auf der Seite langsam runter, die ganze Zeit zum Brenner gerichtet ist. Das würde nämlich alles ein bisschen dunkler machen, es würde mehr verbrennen, es würde vielleicht sogar mehr verpuffen von der Hitze. Wenn ihr in die Richtung dreht, also immer zu euch hin, besonders Ribs, habt ihr, wenn es auch nur ein Mini-Tipp ist, und wahrscheinlich macht es keinen mega großen Unterschied aus. Falls ihr das mal zu Hause ausprobiert habt, schreibt gerne mal drunter. Ich mache es immer so rum, deswegen weiß ich gar nicht, was wirklich passiert, wenn man in die andere Richtung macht. Wäre eigentlich gut, das mal auszuprobieren, bevor ich hier irgendwas laber. Ne? In die Richtung zu euch nach vorne habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass es im Ernstfall ein klein bisschen saftiger und ein bisschen unbitterer oder unschwärzer wird. Genau. Gut, dann machen wir das Baby hier natürlich mal zu. Sebi, und wir kümmern uns jetzt, hier, da kannst du nachher abwaschen, da stehe ich dir schon. Danke. Wir kümmern uns jetzt um die Bespritzung. Die Bespritzung ist eigentlich relativ easy. Ihr könnt da zu Hause eure von Mutti, holt ihr euch einfach diese Blumenbespritzer. Kennst du die? Diese Wasserzerstäuber, glaube ich. Füllst du einfach das alte Wasser aus, wäscht es einmal gut aus und dann befüllen wir das Ding ganz einfach hier einmal mit Sebis Mittelstrahl, den er uns mitgebracht hat, aka naturtrüber Apfelsaft, etwas Apple Cider, also wir bleiben in der Apfelregion, ein bisschen Essig, da nehmen wir natürlich auch Apfelessig, ne? Wir bleiben beim Thema Apfel, und einfach, weil ich Spaß dran habe, noch einen kleinen Schuss Bourbon. Der kommt übrigens gleich auch ein bisschen in den Glaze, denn da bin ich der Architekt meiner schönen Glaces und Besprühungen. Und das machen wir jetzt einfach in so ein Zerstäuber. Ich habe keinen Blumenzerstäuber, aber Sebi, ich habe Folgendes. Von dem Bourbon kannst du mir auf jeden Fall auch mal ein bisschen was in den Mund spritzen. Klasse. So, falls ihr schon unsere Grillreiniger kennt, falls nicht, packe ich die unten auch nochmal als Descriptions rein. Besonders wenn man so ein schönes Moped wie den Earl hat, sollte das natürlich immer schön sauber sein und glänzen. Dafür haben wir schöne Produkte für euch. Und einer davon zum Saubermachen ist auch hier unser Pumpsprüher. Den haben wir so schön Pfft genannt, weil einfach der Name Programm ist. Ich glaube, das Fachwort ist Onomatopoesie. Den können wir auch aufpumpen und der spritzt ganz. Der spritzt ganz gleichmäßig überall hin, wo ihr wollt. Wir geben hier im Verhältnis 1 zu 1 zu 0,5 zu ein bisschen weniger als 0,5 das Verhältnis hier rein. Also ich mache das immer Pi mal Daumen. Einmal ein bisschen Apfelsaft hier drin gelunzt. So, dann ein bisschen von dem Cider drauf. Ungefähr 1 zu 1. Dann Schussessig. Wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger. Ich schreibe euch das Rezept aber unten drunter. Wirklich nur so ein Spritzer. Und gib dich mir hin, Bourbon. Und einen ganz kleinen Schuss. Die nehme ich. Da hast du deine Bezahlung. Gut, hier ein bisschen rumgeschüttelt, reingepackt. Dann pumpen wir das gleich auf und ich würde so sagen, imaginäre Uhr, so in 10 Minuten, Viertelstunde, schauen wir mal, was der Teil sagt. Und derweil kümmern wir uns ums Glaze. Davor hatte ich aber mal wieder eine Frage. Warum steht hier eigentlich Holz rum?
Ach jo, stimmt, Leute, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Ihr könnt natürlich auch so ein bisschen Raucharoma an eure Ribs bringen. Ne? Da ist ja in jedem Earl standardmäßig dabei diese wundervolle Smokebox, die auch natürlich hier auf die Flavorbars passt, also unter die Roste, über die Brenner. Da könnt ihr euch natürlich einfach ein bisschen Holz reinpacken und das hier mit reinstellen. Und quasi genauso wie beim richtigen Smoken auch, bei euch auf dem Smoker oder auf dem Fred oder Earl, einfach Raucharoma mit rangeben. Wir machen das jetzt einfach nicht. Nicht, weil ich es vergessen habe, Sevi, sondern weil sonst hier die ganze Bude unter Qualm steht. Wir brauchen nämlich oben noch eine Abzugshaube. Die haben wir noch nicht. Deswegen, alle Sachen, die wir mit Flint machen, werden wir wahrscheinlich erstmal rausschieben. Wie gesagt, da seid ihr auch die Architekten eurer Holzfuhrhütte. Also sobald ihr es riecht, packt es rein und fangt an. Denn da geht das Räuchern schon los. Okay, Frage beantwortet. Jawohl. 3 von 3 schon, oder? Ja. Schon. Geil. Läuft bei mir. Ah, gut. Okay, Leute, das Letzte, was wir machen, ist noch die Glaze, die wir gleichzeitig als Dip verwenden. Und diese Glaze ist auch so simpel, wie sie geil ist, Leute. Wir brauchen eigentlich nur Ahorn Syrup. Ne? Wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Wir nehmen natürlich, wie eben schon angedeutet, ein bisschen Bourbon und so ein klein bisschen Essig kommt hier auch rein. Dann natürlich Zucker, Leute, ne? Und Butter. Mein Trick ist noch, einen Schuss rote Betesaft reinzumachen. Mhm. Gibt dem Ganzen nochmal eine neue Textur, ist ein bisschen erdiger, kommt mega geil. Und die Farbe, diese knallrote Farbe, die er damit macht, ist natürlich auch der absolute Burner. Okay, Sevi, wir gehen in den Foodporn. Ihr werdet das alles sehen. Vielleicht mache ich ja auch, wenn ich richtig fancy bin, noch ein bisschen Teriyaki-Soße rein. Mal schauen. Und dann, Sevi, geht's ab in The Foodporn. Ihr habt es gesehen, ich habe natürlich eben noch ein bisschen Barbecue-Soße in den Glaze gemacht. Ihr könnt es auch lassen ohne Barbecue-Soße machen, aber ich wollte noch diesen Rauchkick, weil wir haben ja hier nicht gesmoked und so. Und wir haben hier eine Barbecue-Soße, die ist ziemlich rauchig im Geschmack. Das heißt, ich habe das hier ein bisschen in unsere Dipping-Sauce. Guck mal, was das für eine schöne Konsistenz ist. Siehst du das, wie lumineszent das ist? Das ist halt wirklich auch durch den Zucker und die rote Beete. Und den Rest habe ich noch ein bisschen mehr einkochen lassen. Haben wir ja gerade drauf gepinselt, ihr habt es gesehen, diese wunderschönen Bilder. Und ich glaube, Sebi, wir sind soweit. Bevor wir reingucken, noch eine Sache. Wie immer, Leute, hier die Abschnitte vom Parieren heißt... Parieren. Oh, Sebi hat aufgepasst. Sehr gut, das sind die Parieren. Die packen wir wieder in unseren Tupperbeutel ins TK. Und da zeige ich euch ja im Sommer irgendwann mal, wie man da schöne Sachen draus macht. Also nichts wegschmeißen, nachhaltig sein, Leute. Bin ich eigentlich so motiviert gerade, Sebi, weiß gar nicht. Habt ihr ein neues Berliner Weiße aufgemacht? Okay, Leute. Sebi, film mal da mal rein von schräg. Wie wisst ihr jetzt, dass die Ribs fertig sind? Wir schauen hier einmal rein. Oh, Sebi. Oh. Das ist einfach unglaublich geil. So, ihr seht schon hier, die Rippchenknochen ziehen sich so ein bisschen nach hinten. Das ist immer ein Garant dafür, wir haben Bratenverlust, es ist gegart. Und sobald die sich nach hinten ziehen, ist das ein sehr, sehr gutes Merkmal, dass sie auf dem guten Weg sind, richtig, richtig weich zu werden. So, wie gesagt, wir hatten das jetzt wirklich nur hier hinten mit der Rotisserie an. Ich habe, wie ihr seht, Smarty Pants, weil ich keinen Bock auf Abwasch und Grill sauber machen habe, hier einfach so ein Blech drunter gestellt. Ihr könnt da auch sogar noch Wasser reinpacken, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich anscheinend doch nicht so ein Smarty Pants bin. Dann müsst ihr das auch nicht sauber kratzen, also auch noch ein guter Tipp.
Und wir nehmen jetzt hier diesen Holzstäbchen-Test, der ist eigentlich ganz easy, nicht auf den Knochen drücken, sonst denkt das, wird nie durch, sondern zwischen beiden Knochen einmal durch. Schauen wir mal, Sebi, gucken, ob wir hinkommen. Ja. Oh ja, guck mal. Wie merkst Butter. Wenn ihr wirklich fast keinen Widerstand mehr habt, guck mal, das geht durch wie Butter bei Mutter hier. Wahnsinn. Wenn wir jetzt richtig tight sind, Sebi, nehmen wir jetzt das, was hier runtergetropft ist und packen das gleich noch in unseren Dip. Weil da haben wir die richtig schönen Fleischsäfte, das Fett, das Schweinefett, was runtergetropft ist, die Röstaromen und alles. Oh, das ist einfach so geil, ein bisschen Rub ist noch drin. Also das packen wir gleich noch rein. Ich lasse die jetzt hier noch so ein, zwei Minuten ein bisschen ruhen. Ich habe hier hinten ausgemacht, wie ihr seht. Ich mache jetzt hier einfach den Deckel zu und lasse die noch so for the good feeling nochmal 5-6 Minuten einfach drehen. Dann tropft auch nichts runter, die Säfte bleiben drin durch die Drehbewegung. Und dann packe ich das hier gleich, sehen wir mal zeigen, vorbereitet, hier auf so ein richtig schickes Barbecue-Track. Guck, da habe ich schon richtig schick hier gebastelt, so Butcher-Paper draufgepackt. Und dann ist es eigentlich soweit, dass wir hier einen kleinen Foodporn das runternehmen. Ich schneide es auf und dann dippen wir. Denn wir haben einmal hier unsere eben gezeigte Soße, die wir abgeknapst haben. Und Leute, falls ihr hier blende ich oben mal ein, unsere Crispy Chicken Lollipops gesehen habt. Da haben wir hier so ein wunderschönes Senf-Barbecue-Dressing gemacht. Ich glaube, das passt auch hervorragend. Das passt auch hervorragend zu unseren Rippchen gleich. Also Sebi, noch kurz warten, Foodporn und dann reingesnackt. Bis gleich. Ja, hier. Achso, wir brauchen unsere Blitze. Ah ja, stimmt. Okay, sehr schön. Muss ich ja nicht schneiden diesmal. Nein, diesmal nicht. Ja, schön, dass man wieder da ist. Ja, jetzt Achtung, da stehen wir. Rasaliert die Decke rum. Dann sieht schon Sebi, ist nicht auf dir. Nee, ich habe direkt Bock. Genau, aber Sebi hat Bock, das ist schon mal gut. Okay, guck dir diese Dinger mal an. Nimm das doch weg, dann nervt ihr. Hättest du gedacht, dass die bei der Rotisserie so saftig werden? Nee, auf gar keinen Fall. Ha! Mega krass aus. War am Anfang, hat das ja ein bisschen gedauert, ne, bis die dann Farbe angenommen haben, aber mittlerweile mega. Geht ab, ne? So, pass auf. Ich gebe dir, das wirst du nämlich brauchen hier. Schon mal so ein bisschen, schon mal so ein paar Tücher hier. Ne? Kannst du auch ein Lätzchen machen, das macht der Freshman hier nämlich auch mal. Ja, das ist ja bei dem Pullover. Macht das Sinn, ne? Bei dir ist egal. Bei dir fällt das mir ist scheißegal. Auch ohne. Geht ja. In Bart. Okay, pass auf. Ich mache mir hier vorne so ein bisschen drauf. Wir probieren das erstmal so. Ich wundere, wenn da Stückchen drauf sind, Leute. Das ist nur die gefrorene Butter. So. Okay. Dann bin ich mal sehr gespannt, was du sagst. Marmelade. Genau, ist fast wie Jelly. Ich sag euch, rote Beete fetzt. Okay, Sebi. Dann bin ich mal gespannt, was du sagst. Mmh. Oh, die sind, also dass sie so saftig sind, hätte ich wirklich auch nicht gedacht. Also sie sind, es ist wirklich, haben aber noch Biss. Wir hätten sie jetzt auch noch ein bisschen länger lassen drin, dass sie noch durcher werden, weil ihr habt es ja gesehen, wir hatten wenig Zucker im Rub, die Hitze immer auf gering. Wir haben jetzt so eine gute Stunde, Stunde 10 Minuten, Stunde 15 gebraucht. Dann lass uns noch einmal einfach for the taste hier genau die Senf-Barbecue-Dressing probieren. Welchen willst du haben? Den, ne? Geht schon los hier. Noch ein bisschen Dressing drauf. Dann schauen wir mal. Ich erwarte Großes. Auf euch, Leute. Auf dich. Leute. Der Senf passt perfekt als Kontrast zu dem ganzen Süßen, was wir da reingepackt haben. Zu dem Eigengeschmack der Rippchen. Der Rub, muss ich sagen, ist ein bisschen scharf sogar. Ja. Ne, war wohl ein bisschen was Scharfes auch mit drin. Also Leute, absolute Empfehlung, falls ihr wirklich mal nach Hause kommt und sagt, ey, ich habe Bock auf Rips, Stunde 15, Stunde 30 mit Vorbereitung,
da habt ihr Zeit zu duschen, da habt ihr Zeit, eure Kinder ins Bett zu bringen, da habt ihr Zeit, noch einen Salat zu machen. Und ihr könnt runtergehen und euch richtig geile, schnelle Speedrips machen. Okay, Sebi, du weißt, wie das Spiel läuft, du holst die Glocke. Entschuldigung. Er hat schon zweimal abgeglockt. Hat festgesteckt. So. Steckt fest gehabt. Okay. Ja. Nächste Woche auf ein neues. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche, habe ich schon gesagt. Bye. Barbecue. Madness. Barbecue. Ciao. Ciao. Subscribe, yeah!